So, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mir in Assassin's Creed Syndicate. Und zwar habe ich die Mission schon mal genommen, aber leider war die Aufnahme ein bisschen kaputt und deswegen spiele ich das nochmal. Und zwar ist das die Mission, und zwar die Zusatzmission, die man bekommt, wenn man so eine größere Edition hat, beziehungsweise die ist beim Seasons Pass mit bei und nennt sich die lange Nacht. Und jetzt muss man ja in dieser Kneipe nach Hinweisen suchen. Und das mache ich jetzt einfach mal und aufgrund dessen schön rein da. Okay, nee, mit denen dürfen wir schon sprechen. Sieh sich einer das hier an. Dieser kleine Trinker kommt hier rein, diskutiert mit den Stammgästen, pisst ihnen ans Bein. Sowas kann ich hier echt nicht brauchen. So, okay. Der Besitzer ist nicht gerade erfreut hier über die Aktion und hier sind, dürfen wir mit zwei Leuten reden. Und dann reden wir erstmal mit diesem netten Trinkkumpan. Hast du Bock gesehen, Kumpel? Was? Bob? Bob ist ein Kumpel von mir. Die Leute, mit denen er gestritten hat, sind direkt nach ihm gegangen. Oh, das ist nicht gut. Das wird nicht gut ausgehen. Und jetzt dürfen wir ja noch mit ihm hier sprechen. Mit dem Barmann. Dem Lehrburschen. Ja, hab ihn gesehen. Er sah aus, als müsste er gleich kotzen. Hab ihm gesagt, er soll rausgehen. Er ist dann in die Gasse getorkelt. So. Weiter Hinweise. So, in die Gasse getorkelt. Mit dem haben wir gesprochen. Da hinten läuft jetzt gelb. Und das bedeutet, wir müssen hier lang. Und da hinein. So. Wenn du weitermachst, kriegst du meine Faust zu spüren. Ja, ganz gleich froh sein, dass du meine nicht zu hören. Okay, einmal hier. Ich war mit dich. Alter. Das wird nicht klappen. So, jetzt hält die Schnauze voll. So, ich mach den. Tut mir leid, aber jetzt habe ich den netten Polizisten erledigt. Aber dann kann ich jetzt wenigstens hier den Hinweis endlich nehmen. Kotze. Na super. Ja, Kotze. Na super. Sehr schön. Wollen wir den nächsten Punkt? Da haben wir den nächsten Punkt. Beziehungsweise den nächsten Hinweis, den wir entdecken dürfen. Kotze. Na super. Schon wieder Kotze? Okay. So. Da haben wir auch was. Mal gucken, was hier ist. Kotze. Na super. Boah, dreimal? Der hat ja richtig erstmal Bambule gemacht. Oh, da steht ein netter Kollege hier oder ein netter Herr. Wo war der? Da. Der steht hier an der Wand. So. Ich komm dir gleich darüber, du Penner. Alter Verwalter, das nervt mich jetzt gerade hier. Hau ab, Mann. Eieieiei, ich kann hier nicht mal die Mission spielen, weil hier die ganzen Leute der Meinung sind, sie müssen Stress machen. So, komm hier. Ich zerquetsch dich wie ein verdammtes Insekt. So, jetzt reicht's mir. Jetzt reicht's mir. Das kann's nicht anwahren, ey. Eieieiei, das kann's echt nicht sein. Da sind wir gerade echt ein bisschen beschissen von der Steuerung. Hey, kann ich dich in Ruhe pinkeln? Ja, ein Trunkenbold. Ein paar Schläger folgten ihm. So. Ich hab da irgendwo schon was leuchten sehen, genau da. Dann gehen wir mal den netten Kollegen hier fragen. Was soll denn die Kämpferei, hä? Lass mich mitmachen! Blut oder Bier? Blut oder Bier, ja, da hat er nicht unrecht. So, was haben wir hier? Sieht aus, als hätte er seine Uhr kaputt gemacht. Vielleicht hat er auch Hilfe dabei. Ja, das werden wir gleich vorausstellen, ne, oder nicht? Beziehungsweise feststellen. So, hier ist noch mehr. Was ist denn hier? Blut? Blut. Das sieht nicht rosig aus für Bob. Okay, was haben wir hier? Blut. Das sieht nicht rosig aus für Bob. Was haben wir hier? Der hat sich mit den Falschen Blut. Das sieht nicht rosig aus für Bob. Schlitz ihm den Hals auf, Tim. Ganz langsam.
Da müssen wir hin. Okay. Und zack. Und da ist er down, beziehungsweise tot. So, jetzt sprechen wir mal hier mit Bob. Du wirst beim Zug gebraucht. Mein Bein ist kaputt. Na, das ist entzückend. Komm endlich. So. Nehmen wir den erstmal gefangen. Ach, Hilfe! Hilfe! Hübsches kleines Gänslein! Oder Mr. Fry? Frauen sind dein geringstes Problem. So, noch was mal hier. Und dann gehen wir hier lang. Schön hier in der Wand lang. Sind wir bald da? Bleiben die Jungs stehen? Ja, sie bleiben stehen. Halten Sie Ausschau nach einer Taverne, ja, Mr. Fry? Man muss schließlich trinken. Hat er recht. Da hat er nicht unrecht. So. Oh. What's going on over there? Mr. Fry, halt! Das war eine Taverne! Ich gebe Ihnen einen aus, Sir! So. Was erwartet mich jetzt? So, jetzt gibt's auch Kinos. Fester drauf hier. Ja. Oh mein, der auch noch platt. Ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Tut mir leid, Herr Polizist, aber es muss so sein. Statten wir dem Krankenhaus einen Besuch ab. Sollen wir. Er versucht zu fliehen! Und jetzt schön mit dem Pferd hier, komm. Weg. Oh, das hat etwas gut geklappt. Auf jeden Fall weg, weg, weg. Sind eher ein Gänserich oder was? Der singt auch nichts Neues. Das ist ganz schön platt. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das auch noch schaffe. Wirklich ein Abenteuer. Ja, wollen Sie mich umbringen? Ja. Schön positiv waren, damit das nicht zu sehr aufschaukelt hier alles. Hauptsache mir nimmt nichts die Vorfahrt oder läuft mir vor die Füße. Also sprich mal die Kutsche, ne? Ja, hier, komm, hier, Hot Gear, Pferdchen. Sieht ja ganz gut aus. Könnte sein, dass wir es schaffen, ne? Die schlimmste Fahrt meines Lebens. Na, meinst du? Okay. Und hier hat sie die Fahrt. Ob das so gerade so gut war? So. Ich will nicht erst dran. Den habe ich platt gesammelt gerade.
Auch nicht schlecht. Jetzt müssen wir dahin? Zum Zugversteck. Der fährt auf der falschen Straßenseite. Hier ist zwar links vor rechts, denke ich. Okay, zwar links. So, mal gucken. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Ja, haben wir. Sehr schön. Der Junge blutet ja wie ein Schwein. Hier, ich nähe das zu. Ich brauche aber was gegen die Schmerzen. Ah, na gut, ich hole meinen Whisky. Haben Sie vielleicht auch Gin? Haben wir Gin? Ja, so. Und damit wisst ihr, wie die Mission geht. Ich hoffe mal, sie hat euch gefallen. Die ging echt gerade ganz nice von der Hand. Von daher, wie immer, ne? Danke fürs Zuschauen. Und ihr wisst natürlich, das wollte ich ja nicht sagen, ihr wisst ja, wie es geht mit Kommentare, Like und Abo. So, jetzt habe ich's. So, ne? Ich danke auf jeden Fall fürs Einschalten und Zugucken. Bis zum nächsten Mal und bis denne.